Meine sehr geehrten Damen und Herren, es freut mich sehr, dass wir heute Abend in einer sehr, sehr prominenten Runde zum Thema Herd oder Labor, wie MINT-Frauen eine bessere Welt bauen lässt, gemeinsam hier diskutieren können. Mein Name ist Gerhard Fehr. Ich bin CEO von Fairadvice & Partners und einer unserer Missionen, die wir haben, ist es, die Welt mit Experimenten einen besseren Platz werden zu lassen. Und heute kann ich Ihnen versprechen, das wird eine inspirierende Session. Wir haben spannende Gäste, wo wir wirklich zum Thema verhaltensökonomische Prävention zeigen können, was man schon in frühkindlichen Jahren eigentlich alles an Verhaltensänderungen erreichen kann, wenn man die richtigen Elemente setzt und die richtigen Experimente macht. Wen darf ich heute Abend begrüßen? Wer sind unsere Gäste heute Abend? Zum einen haben wir Frau Dr. Sabine Herrlitschka, CEO von Infineon Österreich. Und ganz, ganz spannend ist, dass die Frau Herrlitschka ja ein Doktorat hat in Österreich für alle unsere Schweizer Gäste. Österreich als Doktorandenstadl, muss man sagen, das ist ein echtes Doktorat. Sie hat den Doktor in Biotechnologie gemacht und sie wird uns einige Einblicke geben bezüglich dessen, wie wichtig MINT für Sie in Ihrem Unternehmen ist, aber auch für die Gesellschaft, für die Wirtschaft und auch als Ganzes. Und was mich noch ganz speziell dann interessieren würde bei ihr ist, sie hat ja nie anscheinend, wie soll ich sagen, Abgrenzungsprobleme zur Technik, wie sie das wahrnimmt von sich selber und wie das auch mit Rollenbindern, mit Frauen zu tun hat. Dann haben wir Therese Nies. Therese, es freut mich extrem, dass du heute hier dabei bist. Du bist Initiantin dieser gesamten Initiative. Du hast vor 3 Jahren eigentlich wirklich hier das Zepter übernommen und hast mit extrem viel Energie, Power und sehr, sehr unbürokratisch mit mir gemeinsam diese Initiative ins Leben gerufen. Und du bist auch Abgeordnete zum österreichischen Nationalrat. Du bist Industrielle mit der MIBA und du wirst hier uns durch einen Vortrag dementsprechend deine Motive und auch deine Zukunftsabsichten quasi mitgeben, was wir dementsprechend hier im MINT-Bereich machen wollen. Dann darf ich sehr, sehr herzlich Herrn Stefan Borgers begrüßen. Danke, dass Sie da sind. Sie sind CEO von RAI Magnesita, ein global agierendes Unternehmen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite mit einem Headquarter, muss dazu sagen, immer noch oder doch noch in Österreich. Und ich glaube, bei Ihnen ist das Spannende, Sie haben ja 4 Töchter. Sie haben also a very self-interest möglicherweise. 5, entschuldigen Sie. Sie haben 5 Töchter. Und die haben ein persönliches Interesse, aber auch von Ihrer Seite her ist natürlich spannend zu sehen, warum MINT so wichtig ist für die europäische Wirtschaft, warum MINT wichtig ist für Sie als Konzern und dementsprechend, was Sie auch für eine persönliche Agenda haben. Und last but not least, ich weiß, ich habe das Protokoll gebrochen, aber normalerweise begrüßt man in Österreich den Minister als Erstes. Ich mache es hier als Letztes, der Ehrenhalber, einer der renommiertesten Verhaltensökonomen, den wir hier in Europa haben, der sich entschieden hat, vor 2 Monaten in die Politik zu gehen, den Arbeitsminister Martin Kocher. Sehr, sehr herzliches Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wissen auch, und das ist bei allen Podiumsteilnehmern, wie eng, maschig der Terminkalender dementsprechend gestrickt ist. Und du hast diese Studie begleitet. Du warst auch von der ersten Stunde an dabei, vor 2,5, 3 Jahren. Du hast damals noch mit dem IHS extrem viel Energie, Zeit und Ressourcen dahinter gelegt und du wirst uns quasi mit deiner Keynote mehr Insights geben, einerseits für die wirtschaftspolitische Relevanz von diesem Thema, aber andererseits auch über die Studienresultate. Und ich möchte nochmal für alle vorhersagen, es ist keine Studie im Sinne einer Trockenübung. Wir haben wirklich mit mehr wie 1000 Schülerinnen und Schülern haben wir ein Experiment gemacht. Wir haben wirklich über mehrere Wochen, Monate mit diesen Schülern systematisch gearbeitet und können da, das Schöne an Experimenten, mit Daten aufwarten, die zeigen, dass man im frühkindlichen Alter eigentlich verhältnismäßig einfach und unkompliziert Verhalten ändern kann, ohne dass man ein großes Tohuwabohu darüber macht.
Nochmal freue ich mich auf diesen spannenden Abend. Ich glaube, ich habe meinen Teil in diesem Intro fast schon quasi hinter mir. Ich darf dann noch die Diskussion ein bisschen steuern und freue mich jetzt auf die Einspielung von der Kerstin, die nochmal ein großes Dankeschön an Sie, die diese Studie mit ihrer Energie ermöglicht hat und die auch als extrem junge Forscherin gezeigt hat, dass man solche Experimente auch in Österreich machen kann, zwar in Lichtgeschwindigkeit. Wir haben verschiedene Faktoren untersucht. Dazu gehört zum ersten das stereotype Denken, das Mädchen denken, MINT, das ist wohl nicht für mich und das passt nicht zu meiner Identität. Und das andere ist das sogenannte Growth Mindset. Kurz gesagt, dass man sich Sachen auch zutraut. Ein bisschen verwandt ist das Selbstbewusstsein, dass ich denke, ich bin auch wirklich gut in dem Bereich. Und Wettbewerbsvorlieben, weil MINT-Fächer als wettbewerbsintensiv gelten. Diese vier Faktoren haben wir uns angeguckt, weil diese vier Faktoren mit dem MINT-Interesse oder wie sich Kinder womöglich für eine weiterführende Schule entscheiden, dafür gibt es empirische Evidenz, dass diese Faktoren eine Rolle spielen können. Und wir haben jetzt in unserer Studie untersucht, wie ist es eigentlich in der Volksschule? Also wir gucken uns sehr, sehr junge Kinder an, und zwar, weil sich Präferenzen in sehr frühem Alter bilden und die wichtigen Bildungsentscheidungen werden früh getroffen. Unsere Studie zeigt, dass eine digitale Intervention, wir haben ja unser digitales Spiel Robitopia entwickelt, dass man diese Hemmfaktoren verändern kann. Das zeigt uns auch, dass diese gesellschaftlich geprägt sind. Das heißt, das Spiel, das adressiert genau diese Hemmfaktoren und versucht, diesen Genderunterschied, der gesellschaftlich geprägt wird und befeuert wird, auszugleichen und dadurch auch das MINT-Interesse zu fördern. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel das Selbstbewusstsein in MINT erfolgreich fördern können, dann wirkt sich dies auch positiv auf das MINT-Interesse aus. Besonders spannend ist natürlich, dass unser digitales Spiel, was diese Hemmfaktoren beeinflusst, es tatsächlich schafft, auch Mädchen diese Wettbewerbsfreude zu entlocken und auch selbstbewusster in MINT zu machen, und dass sich das überträgt. Also diese beiden Hemmfaktoren können dann erklären, warum wir diesen MINT-Interessengap um 20% schmälern konnten zwischen den Burschen und den Mädchen. Und ich denke, das ist ein ganz tolles Ergebnis. Wir waren sehr zufrieden. Die Kinder konnten dieses Spiel ja zu Hause spielen. Und wir haben uns vorher Gedanken gemacht, wie viele Kinder das wohl wahrnehmen werden. Das hängt natürlich auch von den Eltern ab. Hier haben wir sehr guten Rücklauf bekommen. Es waren über 60%, die sehr regelmäßig gespielt haben. Das ist für so eine Studie schon sehr gut. Und wir haben auch konkret nach der dritten Volksschulklasse gefragt, da hier am Anfang auch in unserem Forschungsteam Bedenken waren, ob die Akzeptanz so besonders groß ist. Aber durchschnittlich ist die Akzeptanz sehr groß. Danke, Kerstin. Ja, ich würde dich, Therese, bitten, dass du eigentlich jetzt das Zepter übernimmst. Das kannst du gut. Ich freue mich schon auf deinen interessanten Vortrag und danke vielmals. Ja, danke sehr, Gerhard. Danke für deine nette Einleitung. Danke auch in diesem Sinne nochmal der Kerstin Grosch. Nicht nur für dieses kurze Video, aber vor allem auch für die Durchführung der Studie. Ich glaube, die hat das mit extrem viel Elan und auch Zeit und wirklich Devotion gemacht. Und die Ergebnisse waren ja Gott sei Dank sehr positiv. Vielleicht darf ich einmal mit den Fakten beginnen, nämlich auch, warum das Thema Frauen in der Wirtschaft, Frauen in der Forschung so wesentlich ist. Ich glaube, ich erzähle niemandem hier etwas Neues, wenn ich sage, dass Österreich einen massiven Fachkräftemangel hat. Ungefähr 3/4 der Industrieunternehmen hatten schon vor der Krise oder hatten vor der Krise Probleme, Leute in der Produktion, in der Forschung und Entwicklung, in der Technik zu finden. Jedes zweite Unternehmen hätte mehr Jobs besetzen können. Und es ist jetzt auch sozusagen auch in Umfragen erwiesen, dass es zwar momentan ein bisschen die ganze Thematik sich beruhigt hat, aber dass es natürlich nach Corona hier wieder der Fachkräftemangel sehr steigen wird.
Und das vor allem in Bereichen, die auch Corona-bedingt steigen werden. Das ist einerseits die Digitalisierung und Industrie 4.0, aber natürlich auch die Ökologisierung. Und für all das brauchen wir Mitqualifikationen. Ich glaube, es wird daher wirklich wesentlich sein, dass sowohl auf der einen Seite die Wirtschaft, auf der anderen Seite auch die Politik sich intensiv damit auseinandersetzen, wie man, ich sage schon, diesem systematischen Mangel oder diesem systematischen Auseinanderklaffen zwischen Nachfrage an Fachkräften im technischen Bereich und aber auch dem Angebot, welche Strategie wir dem entgegensetzen. Und da wäre natürlich das Thema Ausbau von MINT-Ausbildungsplätzen, neue Lehrberufe, Adaption von Lehrberufen hineinfallen. Aber ich glaube auch, weil wir reden natürlich, dass das, was ich jetzt alles erwähnt habe, sind Thematiken, die eher längerfristig sozusagen erfolgsversprechend sind. Aber natürlich auch das ganze Thema der Umschulung von vielleicht auch etwas niedriger qualifizierten Leuten in diese Bereiche, damit wir hier auch kurzfristig dem Fachkräftemangel etwas entgegensetzen können. Wie gesagt, aber der Schwerpunkt der heutigen Veranstaltung liegt auf den Frauen. Der Fokus ist auf den Frauen. Wir alle wissen, dass mindestens 50%, ich glaube, es sind sogar ein bisschen mehr der Bevölkerung Frauen sind. Bei den Absolventenzahlen in den technischen Berufen schaut es nicht ganz so gut aus. Ich nenne es ja mittlerweile nicht mehr MINT, sondern ich nenne es MIT, weil in den Naturwissenschaften sind die Absolventenzahlen von Frauen höhere. Aber die Ernüchterung tritt ein, wenn wir uns beispielsweise anschauen, also Absolventinnen der TU Wien im Maschinenbau 5,4%, Elektrotechnik 12,6%, Informatik 15,5%. Also das schaut schon relativ düster aus. Und ich sage immer, dass dieses Thema oder dieser Bereich, der es mir auch wirklich angetan hat, also wie schaffen wir es, mehr Frauen, mehr Mädchen für MINT zu begeistern, eine Win-Win-Situation ist. Das eine Win kennen wir, das habe ich auch vorher versucht zu erklären. Also das ist definitiv die Win-Situation für die Unternehmen, indem sie ihren Talentpool erweitern, wo sie Fachkräfte in der Zukunft sozusagen lukrieren können. Und ich rede jetzt nicht nur von mehr wirklich Leuten, sage ich jetzt einmal Menschen, sondern natürlich auch wissen wir ja, dass diverse Teams auf die Performance von Unternehmen einen positiven Einfluss haben. Also ich glaube, hier werden wir alles tun müssen, damit wir mehr Frauen sozusagen in die MINT-Berufe bekommen müssen. Und das ist einerseits natürlich die Ausbildung, sehr wesentlich, aber und ich möchte heute nicht viel Worte darüber verlieren, aber wir dürfen natürlich auch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht vergessen, weil das muss man schon sagen, gerade jetzt am Tag nach dem Frauentag, das ist schon immer noch eine gesellschaftspolitische Thematik, dass natürlich das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf vor allem bei den Frauen sozusagen liegen bleibt. Und hier versuche ich auch den gesellschaftspolitischen Diskurs etwas sozusagen aufzuweichen. Die zweite Win-Situation, und die ist mir aber auch eine wesentliche, und sie kristallisiert sich für mich auch immer mehr heraus, weil sie eben eine gesellschaftspolitische ist, ist sozusagen die wirkliche Chance für die Mädchen oder für die Frauen, dass wir sie in bessere Berufe bringen, in Berufe, die nicht nur besser zahlen und die auch sicherer sind, sondern die vor allem auch den Mädchen und den Frauen die Möglichkeit geben, finanziell unabhängiger zu werden. Ich sage das jetzt von ihrem Partner, von ihrer Familie, aber ich sage es auch ganz eindeutig vom Staat. Also ich glaube, es ist wesentlich, dass wir uns alle, aber vor allem auch die Frauen, unabhängiger machen. Und das ist auch eine Möglichkeit mit einem Schritt in einen MINT-Beruf. Ich glaube, das zweite wirklich Wesentliche ist aber auch, dass wir es schaffen, jungen Mädchen zu erklären oder die Chance darzulegen, die darin liegen, welche Jobs das sind. MINT-Jobs sind spannende Berufe, sind erfüllende Berufe, weil sie es ermöglichen,
sozusagen in diesen Bereichen wirklich innovative Lösungen für gesellschaftspolitische Probleme hervorzubringen. Ich sage jetzt auf der einen Seite die Pandemiebekämpfung, das Thema Digitalisierung, aber vor allem auch das Thema Ökologisierung sind wesentliche Bereiche, und diese alle werden wir nur angehen, wenn wir im MINT-Bereich tätig sind. Also, und das, ich glaube, wir werden uns hier bemühen müssen, dass wir das in der Diskussion, wie gesagt, den Frauen und den Mädchen stärker bewusst machen. Wir müssen es schaffen, dass wir sozusagen einerseits auch seitens der Universitäten für Frauen diese Jobs interessanter machen, sie ansprechender machen. Aber andererseits werden wir uns auch in den Unternehmen bemühen müssen, dass wir sozusagen hier auch vielleicht in der Bezeichnung von Berufen, sozusagen in den Stellenausschreibungen, hier noch stärker auf Frauen abzielen. Ich glaube, das wird ganz, ganz wesentlich sein. Und die dritte Thematik in der Hinsicht ist, dass, glaube ich, eine technische Ausbildung, das Lernen von Innovation, also von Innovationslösungskompetenz, von Problemlösungskompetenz, uns auch insgesamt hilft, ein eigenständigeres Leben zu führen. Und ich glaube, auch das ist für Mädchen und für Frauen wesentlich. Also ich glaube, die Win-Win-Situation ist gegeben und ist auch relativ klar. Was ich aber in der Vergangenheit immer gehört habe, ist, dass es halt so schwierig ist, Mädchen in die MINT-Berufe zu bekommen, weil technische Jobs sind halt ganz einfach nichts für Mädel. Und außerdem sind die Mädels besser in Sprachen und die Burschen sind besser in Mathematik und die Lehrer bevorzugen sowieso die Mädels. Und außerdem haben die Mädels kein Selbstbewusstsein. Also alle diese Stereotypen, diese verkehrten Rollenbilder, sind, glaube ich, wirklich noch in den Köpfen, insgesamt in der Gesellschaft, aber vor allem auch von Eltern, Lehrern und auch von Mädchen noch vorhanden. Und als ich mich da vor 2 oder 2,5 Jahren, glaube ich, ist es mittlerweile her, Gerhard, wie wir uns zusammengesetzt haben, haben wir uns einfach überlegt, wie können wir die ganze Thematik verhaltensökonomisch angehen. Und da ist eben dieses digitale Spiel, dieses Experiment, dieses Robitopia herausgekommen, wo ein kleiner Roboter auf die unterschiedlichen Planeten fliegt und einfach versucht, technische und naturwissenschaftliche Probleme auch zu lösen. Ich habe während dem Lockdown das Spiel mit meinen Kindern, also ich habe 3 Kinder, 2 davon sind im Volksschulalter, gespielt, ein Bub und ein Mädel. Und es war wirklich interessant zu sehen, wie diese Rollenbilder auch da schon teilweise sozusagen vorhanden sind. Also da musste man sich teilweise selber einschätzen, wie viele Fragen man beantwortet. Und mein Sohn hat jedes Mal die volle Punkteanzahl angegeben. Also er wird alle Fragen beantworten. Und die Tochter hat am Anfang gesagt, gar keine. Und dann, wie sie gemerkt hat, sie kann sie ja eigentlich beantworten, ist sie immer selbstsicherer geworden. Also das war eigentlich schon sehr interessant. Was machen wir jetzt mit diesen Ergebnissen der Studie? Wir versuchen jetzt, dieses digitale Spiel auszurollen. Wir sind da schon in wirklich konkreten Gesprächen, beispielsweise mit der Bildungsdirektion in Oberösterreich, mit der Landesrätin, und würden das idealerweise gerne ab nächsten Herbst ausrollen. Wir sind auch schon in Diskussion mit anderen Bundesländern, und mein Ziel ist es auch teilweise über die Unternehmen. Ich sage immer, in vielen Unternehmen sind auch Eltern, die Kinder und vor allem auch Töchter haben, dort auszurollen. Im Rahmen von all diesen Aktivitäten ist es mir aber auch aufgefallen, dass es wesentlich ist, nicht nur das Interesse beim Mädchen zu wecken, sondern die wirkliche Herausforderung ist, dieses Interesse auch zu halten. Also das heißt, wie schaffe ich es, von einem Coding-Kurs, von so einem digitalen Spiel, das Mädchen dann auch in eine technische Lehre, in eine HTL und nachher auch in ein technisches Studium zu bekommen. Und ich glaube, da wird es eine Strategie bedürfen, wie wir eben die Mädchen auf diesem Prozess begleiten. Und an dem arbeite ich auch gerade. Also welche Projekte gibt es da? Wie kann man die besser skalieren? Wie kann man sie fördern? Welche Buddy-Systeme, welche Netzwerke bedarf es dafür? Und wie spannen wir über diese alle eben diese Begleitklammer? Ich glaube, die gesellschaftliche Debatte hat sich insgesamt erhöht. Ich glaube, es gibt mittlerweile mehr Bewusstsein für dieses Thema. Es ist der Wille da, dass man mehr Mädchen, mehr Frauen für MINT begeistert. Ich glaube, jetzt sozusagen muss man sagen, diesen steten Tropfen, der den Stein höhlt, müssen wir weiter höhlen. Ich freue mich, wenn Sie mich, uns
alle, die in diesem Bereich tätig sind, dabei begleiten und dabei unterstützen und freue mich jetzt auf eine spannende Keynote vom Herrn Minister und dann auf eine Diskussion. Danke. Danke, Therese. Danke vielmals. Ja, wenn ich jetzt dich, Martin, bitten dürfte, dass du uns im Rahmen deiner Keynote die Relevanz nochmal der Studie, glaube ich, näher bringst auf der einen Seite, aber auch nochmal hier ein breiteres Spektrum auftust an wirtschafts- und arbeitspolitischer Relevanz, die das hat. Und insofern, the stage is yours. Danke, Gerhard. Irgendwann müsste mein Video freischalten. Ich kann gerade nicht mein Video einschalten, aber das ist kein Problem. Ich habe es ausgeschaltet kurz und das war, glaube ich, ein Fehler. Man hört mich, glaube ich. Also ich kann schon mal starten und versuche es dann auch gleich wieder. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Auch schönen Abend an alle am Panel und auch an alle, die dabei sind, weil es, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema ist am Arbeitsmarkt. Und ich versuche jetzt den Spagat zu finden zwischen dem Arbeitsmarkt und dem Thema, so jetzt geht man wieder auch gleich, dem Arbeitsmarkt und natürlich der Studie, die ich ja auch noch mitverantwortet habe als einer der Co-Autoren. Muss nochmal hervorheben, die Kerstin Grosch und die Simone Heckel-Schermer, die noch nicht erwähnt worden sind, haben das federführend auch vorangetrieben, sind auch im Chat, wenn es ganz konkrete Fragen gibt zur Studie, dann können die auch die Fragen direkt im Chat beantworten. Ich fange vielleicht an mit der aktuellen Situation. Wir sprechen zwar zu viel über die aktuelle Situation, aber ich glaube, das ist doch ganz gut, auch als Startpunkt. Wir haben tatsächlich einen relativ hohen Anstieg der Frauenarbeitslosenquote gesehen in den letzten Monaten. Die ist mit 40% Anstieg bei Weitem stärker gestiegen als die Arbeitslosenquote der Männer. Und letztlich ist der Hauptgrund für diesen Anstieg der hohe Anteil der Frauen in den Bereichen Beherbergung, Tourismus, Gastronomie. Wir haben da 40.000 Frauen, die arbeitslos gemeldet sind in diesen Bereichen, 57% der Kurzarbeitenden in diesen Bereichen. Und das ist ein Zeichen, dass die natürlich stärker von Frauen dominiert werden. Allerdings sind das auch alles Bereiche, erstens, wo Löhne vielleicht nicht so hoch sind, wo die Arbeitsbedingungen vielleicht nicht so gut sind und wo vielleicht die Karrierechancen nicht so gut sind. Das zeigt also für mich schon, dass es eine gewisse Problematik gibt und dass es natürlich auch bei der Berufswahl, Möglichkeiten gibt für Frauen, die wahrscheinlich langfristig die besseren Optionen bieten und die MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik sind natürlich ein Bereich, wo viel bessere im Durchschnitt Rahmenbedingungen herrschen als in diesen Bereichen, die ich genannt habe. Das heißt nicht, dass da alle hin können, alle hin wollen, aber wir haben schon eine Schieflage am Arbeitsmarkt. Wir haben natürlich insgesamt zwei ganz große Herausforderungen aus meiner Sicht am Arbeitsmarkt. Die erste große Herausforderung, das erwähne ich nur ganz kurz, weil es heute am Abend keine Rolle spielt, ist die Frage der Integration von Menschen, die sehr lange arbeitslos sind am Arbeitsmarkt. Das wird nach der Krise schwierig sein. Aber die zweite große Herausforderung, und die wurde schon angesprochen von Therese Nies, ist tatsächlich die Nachfrage nach Fachkräften am Arbeitsmarkt. Und natürlich hat sich während der Pandemie jetzt diese Situation etwas entspannt in vielen Bereichen, weil eben insgesamt die Nachfrage nach Arbeitskräften nicht so hoch ist. Aber sobald die Wirtschaft sich leicht erholen wird, und wir sehen das in gewissen Bereichen jetzt schon, wo die Industrie eigentlich zum Teil sehr gute Umsätze machen kann, trotz der Pandemie, gibt es sehr rasch wieder einen Fachkräftemangel und der wird sich sehr schnell auch verstärken. Und das ist, glaube ich, eine Situation, die sich auch chronisch ergeben wird am Arbeitsmarkt. Warum? Es ist relativ klar, wie die Demografie ausschaut, die geburtenstarken Jahrgänge gehen demnächst in Pension, in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Es kommen weniger geburtenstarke Jahrgänge in die Abschlussklassen, zur Matura am Ende der Universität. Und damit kommen weniger Menschen in Österreich am Arbeitsmarkt, als Menschen den Arbeitsmarkt verlassen. Und insbesondere natürlich dort, wo Knappheit herrscht, da wird es dann auch massive Bedarfe geben.
Und das ist auch der MINT-Bereich und der Bereich technische Berufe. Wir haben jetzt schon zum Beispiel, ich habe es ausheben lassen, 8.000 sofort verfügbare freie Stellen beim AMS gemeldet, rein für technische Berufe, von den ungefähr 60.000, 65.000 offenen Stellen. Also da wird es, sobald auch die Pandemie zu Ende ist, noch einen stärkeren Bedarf geben. Und deswegen glaube ich, ist es auch so wichtig, jetzt Anreize zu schaffen, insbesondere auch für Frauen, die dann noch nicht so stark vertreten sind, in dem Bereich sich zu qualifizieren. Wir haben, was den Bereich betrifft, ich sage noch ein paar Sachen, bevor ich zur Studie komme, also ich versuche diesen Spagat zwischen Studie und den aktuellen politischen Themen. Wir haben ein relativ hohes Förderbudget dieses Jahr, das höchste, das es je gab für Qualifizierungsmaßnahmen. Und da gibt es auch tatsächlich einige Aspekte, die sehr eng mit dem MINT-Bereich zusammenhängen. Es gibt ein Programm des AMS Frauen in Handwerk und Technik. Da geht es um Qualifikationsmaßnahmen im Bereich Lehrausbildung und Fachkräfteausbildung ohne universitären Abschluss, das sehr, sehr gut dotiert ist dieses Jahr. Da gibt es 1.600 Frauen, die im Rahmen dieses Programms dieses Jahr ausgebildet werden. Und insgesamt in den nächsten Jahren stehen 7.000 bis 8.000 Plätze zur Verfügung. Und es gibt eine große Qualifizierungsmaßnahme, die Corona-Job-Offensive, wo wir tausende Leute für die Zukunftsfelder ausbilden. Und MINT-Digitalisierung ist ein großer Schwerpunktbereich. Im Moment sind da 37.000 Teilnehmer insgesamt in diesen Ausbildungen, wenn man alles zusammenzählt. Da kommen nämlich andere Bereiche auch dazu, die Pflege zum Beispiel, Gesundheitsberufe. Und 20.000 davon Frauen, also Frauenschwerpunkte, sind ganz besonders, besonders wichtig aus meiner Sicht. Ja, das bringt mich schon zur Studie. Also wie sehe ich diese Studie? Die Studie ist für mich in gewisser Weise ein Proof of Concept. Also um zu zeigen, man kann letztlich ganz gut mit einer relativ kostengünstigen und relativ auch schwachen Intervention Interesse sehr stark wecken. Das, glaube ich, war für mich wichtig. Und jetzt ist, glaube ich, nicht gegeben, dass genau diese Intervention die beste überhaupt ist. Es gibt sicher auch andere Ideen, aber ich glaube, es ist wichtig, diese Ideen zu testen und zu schauen, wie sie funktionieren und weiterzuentwickeln. Und ich glaube, wir haben jetzt intuitiv ganz gute Ansatzpunkte gefunden, um gerade Mädchen, junge Mädchen, das sind ja 8, 9 Jahre alte Mädchen, für die MINT-Fächer zu begeistern. Und jetzt gibt es im Chat, gab es ein paar Fragen, hätte man nicht schon früher anfangen sollen? Ja, natürlich, also idealerweise beginnt man im Kindergarten damit, ist natürlich viel schwieriger, dort auch ein Programm zu implementieren, das auch so gut zu evaluieren. Eine andere Frage, die ich gesehen habe im Chat, war, ist es nicht so, dass Stereotype schon sehr früh auch tatsächlich im Elternhaus weitergegeben werden? Ja, das stimmt. Ich glaube, wir geben sehr viele Stereotype sehr unbewusst weiter. Und alle von uns, auch wenn wir im Bewusstsein haben, dass das ein Problem ist, machen das. Deswegen lässt sich das nie ganz ausgleichen. Umso wichtiger ist es, in der Schule, in der Bildung eben einen gewissen Ausgleich zu schaffen, gerade was die beiden Geschlechter betrifft. Und es geht jetzt gar nicht darum, und das hat Gerhard Fehr auch schon gut gesagt, es geht gar nicht darum, jetzt etwas zu erreichen, was die Kinder nicht wollen. Es geht darum, Interesse zu wecken für Bereiche, die vielleicht auch falsch wahrgenommen werden. Das hat sich auch, glaube ich, in dieser App, die entwickelt wurde, in dieser Web-Applikation, dieses Robitopia, ganz gut gezeigt. Viele Kinder, aber auch Erwachsene, haben eine zumindest verzerrte Wahrnehmung, was den MINT-Bereich betrifft. Ich glaube, das ist alles eine Wahrnehmung, die sehr technokratisch ist. Da sitzen ein paar Leute, die rechnen oder die gehen ins Labor. Und das ist die Wahrnehmung, die viele haben von den MINT-Fächern, wohingegen tatsächlich natürlich gerade aufgrund der ökologischen Probleme, Klimaschutz oder vieler anderer technischen Entwicklungen die gesellschaftlichen Herausforderungen und die gesellschaftlichen Ansprüche sehr hoch sind. Das heißt, man löst wirklich nicht die Probleme im Kleinen, man hilft mit, die großen Probleme der Menschheit zu lösen. Das war auch, glaube ich, einer der Punkte, die die Mädchen
sehr interessiert hat und die sie auch motiviert hat, da mehr zu lernen in dieser Lernumgebung, weil es eben um konkrete Probleme der Menschheit geht und nicht so sehr um halt ein mathematisches Rätsel zu lösen. Da sind die Buben eher interessiert daran. Wahrscheinlich auch, weil wir sie so dazu erziehen im sehr jungen Alter. Also ich glaube, es geht einfach darum, das richtige Framing zu finden und das Interesse zu wecken. Und ich glaube, das war das große Ziel bei dieser Lernplattform, die Hemmnisse abzubauen, die es gibt. Und ein Hemmnis ist vielleicht Information. Ein zweites Hemmnis wurde von Therese Nisch schon sehr gut beschrieben. Das Hemmnis ist tatsächlich, dass Buben sich viel mehr zutrauen in diesem Bereich als Mädchen. Konfidenz, Zutrauen ist ganz, ganz wichtig. Das ist einer der Schlüssel, glaube ich, aus verhaltensökonomischer Sicht, um eben Mädchen noch stärker zu emanzipieren, was ihre Wahl des Berufs betrifft und was ihre Wahl des spezifischen Schwerpunktbereichs betrifft. Ja, und jetzt ist schon gesagt worden, was wir gemacht haben. Es war diese Lernplattform. Wir haben versucht, diese Lernplattform zu testen im Vergleich zu einer herkömmlichen Lernplattform, die keinen Schwerpunkt hatte, in den MINT-Fächern. Es ist immer wichtig, in so einem Experiment eine Treatment-Bedingung zu haben und eine Kontrollbedingung oder auf medizinisch gesagt das Treatment und das Placebo. Das Placebo war eine herkömmliche Plattform, die andere Sachen, andere Schwerpunkte hatte im Bereich Deutsch zum Beispiel und Sprachen. Und das hat eben gezeigt, man kann das MINT-Interesse von Mädchen massiv erhöhen und die Lücke zwischen Mädchen und Buben massiv reduzieren, um eben diese 20%, die Kerstin Grosch schon genannt hat. Es ist, glaube ich, ein gutes Zeichen auch für einen sehr großflächigen Schulversuch, den wir da gemacht haben mit weit über 1000 Schülerinnen und Schülern, der auch evaluiert wurde gleich, wo es jetzt, danke dafür, Therese, auch schon Gespräche gibt, das großflächig auch auszurollen. Es gibt ja auch, und da sage ich vielleicht noch 2, 3 Sätze dazu, neben diesen Aktivitäten auch in der Bundesregierung mehrere Aktivitäten, um diesen Bereich MINT attraktiver zu machen. Vorige Woche hat Susanne Raab, die Frauenministerin, bekannt gegeben, dass es ein höheres Budget gibt für MINT. Interesse, MINT-Projekte mit Frauen, 1,3 Millionen zusätzlich, die versuchen eben Frauen gezielt zu interessieren für diese Berufe. Wir werden einen ganz großen Bedarf haben in diesem Bereich. Ich glaube, dass diese Jobs viel interessanter und erfüllender sind als viele andere Jobs. Und ich glaube, wir müssen alles daran setzen, dass wir Stereotype, die es gibt in diesem Bereich, und die gibt es weiterhin und die wird es weitergeben, zumindest ausgleichen im Rahmen unserer Erziehung und im Bildungssystem. Das ist nicht ganz einfach, aber es zeigt eben diese Studie als Proof of Concept, dass das auch ganz gut funktioniert. Und das wird nicht in einer kurzen Zeit erreichbar sein, aber wenn wir es schaffen, gemeinsam mehr Frauen dafür zu begeistern, vor allem junge Mädchen dafür zu begeistern, dann glaube ich, wird sich auch relativ rasch dann auch was drehen können. Wir wissen das auch aus vielen anderen Studien, dass die ersten Schritte oft die schwierigsten sind, wenn das Interesse klein ist oder wenn die Zahl der Personen klein ist. Aber wenn es dann mehr gibt, wenn es mehr Role Models gibt, wenn es mehr auch Programme gibt, dann geht es viel leichter. Und ich glaube, auf diesem Weg der schiefen Ebene im positiven Sinn müssen wir kommen. Vielen Dank und ich freue mich dann sehr auf die Diskussion. Danke. Danke, Martin. Was dazugekommen ist, wir haben ja schon öfters gemeinsam diskutiert, ist, dass Verhaltensökonomen haben ja nicht so ein starkes institutionelles Wissen. Und man kann ja wirklich dazu sagen, dass als Minister muss man das ja haben. Und insofern ist das Insight natürlich noch viel, viel stärker. Herr Borgas, ich würde Sie ganz gerne als Erster dran nehmen. Sie müssen leider frühzeitig gehen, aber ich würde die Chance nutzen, Ihnen noch 1, 2 Fragen zu stellen. Wir haben ja schon erwähnt, ich habe mich da in der Zahl geirrt, MINT dürfte nicht meine Stärke sein, Sie haben 5 Töchter. Wo wir das Vorgespräch haben, habe ich ja schon gemerkt, da triggert Sie einiges an diesen Themen. Und vielleicht geben Sie mal als CEO von einem wirklich globalen Unternehmen, dass Sie mal einen kurzen Einblick geben, wie wichtig dieses Thema ist, oder? Und dass Sie auch Ihre, in Anführungszeichen, persönliche Sichtweise darauf geben, was Sie glauben, was das für uns als Gesellschaft und Wirtschaft bedeutet. Ich will eigentlich gar nicht mehr viel darüber reden, warum wir das brauchen, weil das haben alle
Vorredner und Referenten ja schon gesagt, wir haben große Probleme auf der Welt, die muss man im Wesentlichen technisch und technologisch lösen. Frauen sind unterrepräsentiert in diesen Bereichen und wenn wir die Frauen in diese Berufe kriegen, kriegen wir die Probleme gelöst. Die Diversity Benefits, die wir da haben, die kommen dazu. Das ist sozusagen die Sahne auf dem Kuchen. Und die Entscheidungsqualität verbessert sich dadurch auch, weil durch mehr Diversity gibt es bessere Diskussionen und durch bessere Diskussionen gibt es bessere Entscheidungen. So, das ist der Case for Change. Und ich glaube, jetzt ist es eigentlich viel wichtiger, dass Sie die letzten 19 Minuten dieser Veranstaltung damit verbringen, uns zu überlegen, wie kriegen wir das denn jetzt eigentlich hin? Toll ist ja, dass wir bei 6 Jahren angreifen müssen. Das haben Sie jetzt mal nachgewiesen, dass das wichtig ist. Das ist ein super Eingriff. Aber ich glaube, wenn wir das machen, dann kriegen wir die ersten Mädchen in Führungspositionen in 25 Jahren. Oder vielleicht, wenn wir sie ganz schnell befördern, halt mit Anfang 30. Das dauert aber, wenn die heute 5 oder 6 sind, halt 20 Jahre, bis sie da sind. Ich glaube, wir können nicht so lange warten. Deswegen müssen wir auch mit älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen und auch Frauen, die bereits im Berufsleben stehen, anfangen. Und ich glaube, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal die Botschaft an die Frauen ganz klar. Liebe Frauen, ihr werdet gebraucht. Nicht geduldet, sondern ihr werdet gebraucht. Ihr habt bessere Chancen, wenn ihr euch in den technischen Bereichen engagiert. Nicht, weil es eine Quote gibt, sondern schlicht wegen eurer Fähigkeiten. Und drittens, ihr könnt ziemlich viel Spaß und Erfolg und damit Impact haben. Ich glaube, die Botschaft braucht es mal und die müssen wir alle überall verteilen. Und dann kommt diese intrinsische Spaß, glaube ich mal, das ist das Erste. Und dann die zweite Botschaft, sagen wir jetzt aus der Sicht eines Managers aus einer kapitalistisch geführten Firma. Liebe Frauen, geht nicht so lange in den Mutterschaft, wie das Gesetz euch vorschreibt. Ich glaube, das tut euch nicht gut und der Firma nicht gut. Just do it. Traut euch. Sagt euren Männern, die sollen einen Teil der Vaterschaft auch übernehmen. Kommt auf uns zu in den Unternehmen, wenn ihr Unterstützung braucht. Speak up. Sagt einfach, wenn euch irgendwas nicht passt, wenn es euch irgendwie komisch vorkommt, wenn euer Gehalt zu tief ist, weil euer Kollege, der genauso alt ist wie ihr, mit der gleichen Erfahrung 20% mehr Gehalt hat, geht halt und sagt's uns. Und dann können wir es auch adressieren und verändern. Und ich glaube, mit so ein paar einfachen Tipps kommen wir vielleicht weiter. Und dann brauchen wir ein paar KPIs und müssen die uns selber auferlegen und Fortschritt zeigen. Und zur Not auch mal für 5 oder 10 Jahre eine Quote einführen, sodass wir da ein bisschen gezwungen werden. Ja, super. Danke vielmals. Ich glaube, mal schön auch von Ihnen als CEO das zu hören. Und ich glaube, das ist auch genau das Richtige. Das eine tun, das andere nicht lassen. Oder? Wir müssen langfristig agieren, früh beginnen. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch, müssen wir die aktuellen Themen, die wir haben in der Wirtschaft, müssen wir lösen. Insofern, Herr Borgers, danke, dass Sie sich noch die Zeit genommen haben. Ich weiß, Sie sind completely overstretched. Ich möchte nicht wissen, was jetzt dahinter, hinter Ihnen alles quasi verschoben wurde. Insofern einen schönen Abend noch. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg und alle, die bei Ihnen arbeiten, alle Frauen, bitte morgen wirklich dieses Verhalten dementsprechend zu ändern. Die E-Mails, die kommen an und werden gelesen. Frau Dr. Herrlitschka, Sie sind CEOs, Sie haben es als Frau in Anführungszeichen trotz aller Widrigkeiten möglicherweise geschafft. Und wo wir im Vorgespräch uns diskutieren, haben Sie gesagt, ja, Sie haben einige extrem spannende Beispiele aus der Praxis über Role Models und so weiter, wo Sie wirklich irgendwie erzählen können. Und da wollte ich mal bei Ihnen anfangen. Was sind das? Das ist das Erste. Und das Zweite, was mich sehr, sehr stark interessieren würde, ist, sind Sie sich bewusst gewesen in Ihrer Laufbahn oder haben Sie das gespürt, dass es diese Stereotypen gibt, oder? Und dass Ihre, in Anführungszeichen, Ihre Kommilitoninnen oder Ihre Studienkolleginnen, dass die quasi eben anders wie möglicherweise Sie hier komplett anders vorgegangen sind? Das ist das Erste. Die zweite Frage an Sie. Danke für mich.
Ja, vielen Dank und schönen Abend in die Runde. Mei, ich habe eine, für mich war eigentlich in dem, zu dem Zeitpunkt, also Schule und dann später einmal der erste Schritt Wahlstudium, da war für mich das Thema, was mache ich mit der Ausbildung? Und was kann ich studieren, das mich interessiert und wo ich dann einen sinnvollen und attraktiven Job finden kann. So, in meiner Zeit, ich habe 84 zu studieren begonnen, damals war das Thema Ökologiebewegung in Österreich groß und ich habe ein Praktikum gemacht und so bin ich dann schlussendlich an die Universität für Bodenkultur gekommen. Also so das Thema Rollenbild, ja, das hat mich dann stärker in der Industrie eingeholt. Ich war in der Pharmabranche dann auch tätig, da war das natürlich schon auffällig. Aber ich habe meine Ausbildung gehabt, ich habe mich für die Themen interessiert. Ich habe manche Dinge gewusst, manche nicht. Bei manchen habe ich von anderen gelernt. Ich habe das Glück gehabt, sehr interessante Leute zu treffen, Männer und Frauen, von denen ich gelernt habe, so und ja, sehr viel komplexer hat sich für mich das Thema da eigentlich gar nicht dargestellt. Natürlich, ich kann mich erinnern, bei meinem ersten Unternehmen, das war in der Pharmabranche, da war dann auch einmal das Thema Gehalt. Ich weiß noch, damals habe ich mit dem Personalchef gesprochen und war irgendwie, bin aus allen Wolken gefallen, weil der hat mir gesagt, naja, natürlich verdienen Sie als Frau weniger. Ich meine, das war Ende der 80er Jahre. Also, ich meine, wenn wir heute davon sprechen, also das sind schon ganz konkrete Realitäten. Bei mir wirkt sich das halt meistens so aus, dass ich dann irgendwann trotziger werde. Jetzt könnte man sagen, Sprache ist ja auch mächtig. Männer sind konsequent, Frauen sind dann trotzig oder lästig, sage ich jetzt etwas provokant. Also so viel zu dem Thema, zum Thema Stereotype. Ja, aber schlussendlich geht es ja um die eigene, wie soll ich sagen, um die eigene Perspektive, um die Erkenntnis, dass ich selber ein gutes Stück in der Hand habe, was ich aus meinem Leben mache. Und es gibt so viele Chancen rundherum. Ich kann jeden Tag meine Weichen so stellen, dass eine Tür zugeht und eine andere geht auf. Und ich bin so sozialisiert, dass ich mir diese Chance nicht aus der Hand nehmen lasse. Ja. Gut, das, wie soll ich sagen, das zeigt ja auch, wo Sie heute sind, oder? Und in unserem Vorgespräch nochmal haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen, den wir auch im Spiel eigentlich zeigen können. Das heißt, dass der Umgang mit Technik, der Umgang mit Mathematik, der Umgang mit naturwissenschaftlichen Themen in der Schule einfach viel zu wenig spielerisch passiert. Und was wir in diesem Spiel ja gemacht haben, ist ja einen spielerischen Zugang zu diesen Themen zu finden. Und da haben Sie ja auch Ihre Erfahrungen gemacht, oder? Und Ihre eigene, wenn Sie das mal kurz... Ja, also ich möchte vielleicht so anfangen. Wenn man bedenkt, wie lange wir das Thema Frauen und MINT-Fächer schon auf der Agenda haben, könnte man ja sagen, also während dieser langen Zeit, während dieser vielen Projekte, Initiativen, die wir alle gesetzt haben in den Unternehmen, ja, wir bei Infineon und viele andere Unternehmen, die zahllosen Schulversuche, alles. Also da könnten wir schon auf die Idee kommen, diese trotz dieser vielen Initiativen und gut gemeinten Aktivitäten, das Ergebnis ist überschaubar. Also wär ja der Ansatz, das Gleiche nur mehr zu machen, ist nicht wahnsinnig sinnvoll. Sondern da müsste man ja eigentlich dann sagen, wenn das nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt hat, müssen wir ja was anderes machen. So, und ich meine, es gibt zwei wesentliche Punkte, die sind
punktuell zum Teil schon angesprochen worden. Das eine ist viel mehr an der Anwendung, Ausbildung, Bildung, viel mehr an der Anwendung. Also welche Probleme löse ich damit? Welche großen Herausforderungen löse ich damit? Und da bietet die Technik in vielen Fällen das Instrumentarium dazu. Und das Zweite, und das ist mir besonders wichtig, gerade die Digitalisierung. Die Digitalisierung in der Didaktik. Ich meine jetzt nicht irgendwelche Lehrveranstaltungen einfach nur gestreamt. Das ist nicht der Plafond der Digitalisierung, sondern ich meine eine andere Didaktik, um Technik zu vermitteln. Und da gibt es tolle internationale Beispiele, ob es jetzt dieser spielerische Zugang ist, ob es ein wettbewerbsorientierter Zugang ist. Also die Neugierde der Kinder damit beflügeln und weiter stärken, dass man das Vermitteln auch sehr viel spannender macht. Ich spitze es jetzt etwas zu und ich weiß, das ist ein bisschen ungerecht, aber im Sinn der Diskussion sage ich so, ich glaube, wir sind alle so sozialisiert, dass wir glauben, Lernen ist dann richtig gut, wenn es richtig wehtut. Und man weiß halt, Lernen ist dann sehr wirksam, wenn es interaktiv passiert, wenn man etwas konkret tut und wenn man Freude dabei hat. Und das findet sich bei uns in der Ausbildung und im Bildungswesen, glaube ich, noch nicht ausreichend. Und gerade dafür, glaube ich, ist es so hilfreich, die Digitalisierung einzusetzen und vor allem wirklich gnadenlos von anderen erfolgreichen Beispielen zu lernen. Also ich habe bei mir im Unternehmen, wir vergeben jährlich Innovationspreise. Und da habe ich eine Kategorie, also natürlich neben der besten Forschung und alles Mögliche, aber da habe ich eine Kategorie, die heißt Proudly Found Elsewhere. Also einfach gut kopieren, adaptieren. Ja? Am schnellsten lernt man, wenn man von anderen lernt. So. Und wir tun in Österreich so oft bei dem Thema so, als müssten wir alles neu erfinden. Nein, wir sind kein Planet, wir dürfen von anderen lernen und da gibt es viele gute Beispiele. Und ich finde immer, alles Gute ist konkret, deswegen gebe ich auch ein konkretes Beispiel. Wir haben vor 1,5 Jahren, das war noch knapp vor der Pandemie, haben wir mit damals 4 HTLs, jetzt sind schon 5 HTLs in Kärnten sogenannte Smart Learning Klassen eingerichtet. Also Smart Learning danach, dass wir Technik vermitteln mit Methoden der Digitalisierung, sehr stark noch oder noch stärker anwendungsorientiert und Digitalisierung in der Didaktik auch verwendet. Das ist eines dieser Beispiele. Das andere, es ist zu Recht schon gesagt worden, man muss natürlich früh anfangen. Auch wir haben einen Kindergarten, eine Kindertagesstätte von den Kleinen bis eben rauf zum Kindergarten gemeinsam mit Partnern. Und auch dort haben wir ein anderes pädagogisches Konzept eingesetzt. Also wir orientieren uns danach, dass wir die Kinder motivieren, Fragen zu stellen und erst dann die Antworten zu geben. Meine Grundthese ist immer, jedes Kind ist geborene Naturwissenschaftlerin, Naturwissenschaftler, weil jedes Kind will wissen, was in der Natur los ist. Warum regnet es? Warum scheint die Sonne? Warum ist das Gras grün? Wir können es meistens schlecht beantworten. Ja? Uns fragen die Kinder Löcher in den Bauch. So. Und dieses Grundinteresse zu erhalten und weiter zu stärken. Das ist unser Ansatz auch bei dem Kindergarten. Ein Science Minis Lab zum Beispiel für die Mädels und die Buben. Also vielleicht abschließend, bei allem, wo wir ja alle miteinander schon ganz schön viele Bildungsdiskussionen geführt haben, alles Gute ist konkret. Vielleicht können wir uns ja auch heute etwas Konkretes vornehmen. Der Herr Minister weiß es auch schon, weil dankenswerterweise war er ja auch letzte Woche oder vor 2 Wochen bei uns in der industriellen Vereinigung.
Ich finde das hervorragend, den Fokus natürlich auf Qualifizierung zu setzen. Und ich weiß, dass da natürlich viel stattfindet. Aber was ich mir wünschen würde, und vielleicht fällt uns da gemeinsam auch etwas ein, es sind wie viel, fast 150 Leute auch in der Runde, eigentlich in dieser Krise, in der größten Krise nach dem Zweiten Weltkrieg, muss doch eigentlich das Learning sein, wenn man sich die Zahlen anschaut, dass Qualifizierung das wesentliche Element ist. Bildung und Ausbildung. Und da erwarte ich mir, dass es, oder da würde ich es mir wünschen, dass wir gemeinsam schaffen, dass ein richtiger Ruck durch die Gesellschaft geht. Dass jetzt der Moment ist, auf Bildung und Ausbildung zu setzen. Erstens, weil wir es jetzt brauchen und zweitens, weil mit der digitalen Transformation der wirkliche differenzierende Faktor das Know-how und die Qualifikation ist. Das macht uns fit für den weiter sich beschleunigenden Wettbewerb. Das ist eine Binsenweisheit, ich weiß, aber das muss sie niederschlagen. Und gerade jetzt wird es ja eigentlich gelten, die Krise auch zu nutzen. Und wie gesagt, ich habe viel Wertschätzung für das, was alle tun und wo sich der Herr Arbeitsminister Gott sei Dank jetzt auch sehr dafür einsetzt. Aber irgendwie müssen wir es schaffen, etwas gerade auch beim Thema MINT und Frauen ein Stück weit anders zu tun. Weil nur more of the same bringt uns da, glaube ich, nicht weiter. Und wenn das spielt, das ist vielleicht allerletzter Gedanke an der Stelle, eigentlich ist es ja atemberaubend, dass so ein Spiel innerhalb doch so relativ kurzer Zeit so signifikante Ergebnisse bringt. Ich meine, im Vergleich zu den Unmengen an Aktivitäten, die wir alle gesetzt haben. Also vielleicht können wir ja darauf aufbauend etwas machen. Ja? Eine Schule, ich weiß nicht, die so einen Ansatz wählt, mit natürlich nicht nur diesem Spiel, sondern anderen, aber da gibt es ja viel. Danke vielmals, danke. Michelle, ich würde dich bitten, haben wir aus dem Publikum, ich habe gesehen, die Leute chatten wie verrückt. Das ist immer ein gutes Zeichen, wir sehen auch, das ist, glaube ich, empirisch erwiesen, dass wenn viel gechattet wird, heißt es, wir geben Impulse, oder? Und man kann dann auch mal quasi ein paar flache Minuten im Chat überdauern. Hast du ein, zwei, drei gute Fragen herausdestillieren können, wo du sagst, das würdest du ganz gerne beantwortet haben von unserem Podium? Ja, danke Gerhard, das habe ich. Und zwar starten wir doch gleich mit einer Frage im Bereich Wirtschaft. Und zwar, Frau Brandstätter und Herr Bär haben da einen guten Input gegeben. Und zwar, welche Nudges können vielleicht Schulen, Universitäten, aber auch Unternehmen machen oder könnten die Unternehmen da vermehrt in die Nachwuchsförderung im Bereich MINT investieren? Und wenn ja, wie könnte man das machen mit den Unternehmen? Also das Thema geht über Nudging. Martin, ich denke mal, da könntest du gleich, ihr habt ja einiges gemacht, du hast ja quasi eine Nudge-Unit geleitet. Vielleicht, dass du einfach ganz kurz da ein paar Ideen weitergibst oder dementsprechend sagst, was du dir da überlegst. Ja, vielen Dank. Also ist immer die Frage, was man genau als Nudge definiert. Also wir haben ja, glaube ich, in der Studie gesehen auch, es gibt zwei Faktoren, die eine gewisse Rolle spielen. Erstens Information und Stereotype, die es gibt oder falsche Wahrnehmungen, die es gibt. Das ist tatsächlich ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, viele Leute haben einfach eine falsche Wahrnehmung über das, was sie erwartet, wenn sie in die Richtung gehen, in die MINT-Fächer. Die Frau Herrlitschke hat was gesagt, was mich sehr gut erinnert hat, an etwas, wenn es um Freude fürs Lernen geht. Also wenn wir uns anschauen, wenn ich Kinder habe, die nicht gerne Englisch lernen, was mache ich mit den Kindern? Ich versuche, irgendwo hinzufahren oder versuche, Besuch zu bekommen, in Englisch sprechen und zu zeigen, das ist wichtig, weil dann kannst dich unterhalten. Wir machen das viel zu selten wahrscheinlich mit Mathematik, Informatik und Naturwissenschaft und Technik. Informatik vielleicht schon mehr, weil es im täglichen Alltag angekommen ist, aber Naturwissenschaft und Technik, es gibt einfach, glaube ich, zu wenige Erfahrungen der Kinder und auch vieler Erwachsener mit diesem Thema. Und Mathematik sowieso, da wird einfach, das wird ferngehalten oft. Ich glaube, das ist sicher ein guter
Ansatzpunkt. Also Information spielt eine Rolle. Ja, und dann der zweite wichtige Punkt ist einfach, dass viele Leute vielleicht sich unterschätzen oder es eben diese Verhaltensbiases gibt. Und wir wissen, man kann diese Biases auch nutzen. Man kann über die richtigen Interventionen dann versuchen, diese Biases als Leverage zu verwenden. Also die Biases so zu nutzen, dass die Leute auch wirklich ermutigt werden. Und das haben wir auch gemacht in dieser Plattform, dass wir gerade die Punkte herausgegriffen haben, wo wir gesehen haben, die Mädchen haben besonders verzerrte, nicht nur Wahrnehmungen, sondern auch Eigenwahrnehmungen oder verzerrte Verhaltensweisen, und die kann man ausgleichen und sogar noch ins Gegenteil drehen. Ja. Und ich glaube, einfach ergänzend ist es, ich glaube, wenn man das, was du jetzt sagst und das, was die Frau Herrlitschke sagen, ist, dass die Digitalisierung natürlich die Möglichkeit bietet, dass man sehr, sehr eng an die Menschen herankommt, weil wir einfach die Devices heute haben. Und hier einfach nochmal, wir waren ja extrem überrascht, dass wir 60% eigentlich Usage hatten während des gesamten Experimentes, was zeigt, dass man mit eigentlich sehr, sehr einfachen Elementen, auch hier Nudging, die Mädchen, die Burschen bei der Stange hält und dass sie das gern tun. Darf ich da vielleicht ganz kurz was sagen? Ich meine, es war in der Diskussion auch viele wesentliche Punkte sozusagen über das Lernen an sich, welchen Einfluss haben darauf die Lehrer. Also ich glaube, die zwei ganz großen Peer Groups, die wir haben, oder die ganz großen Einflussfaktoren, sind die Lehrer und sind die Eltern. Ja? Und bei beiden überlegen wir uns jetzt gerade, wie können wir sie einbeziehen. Also einerseits, wie können wir auch, also ich glaube, es würde auch Sinn machen, den Lehrern das Spiel oder den Lehrerinnen dieses Spiel spielen zu lassen und auf der anderen Seite eben auch den Eltern das Spiel spielen zu lassen. Also wie gesagt, wir versuchen es eben unter anderem auch, oder wir werden es versuchen, es auch über die Firmen auszurollen, über die, die haben ja meistens auch Kommunikationssysteme, Intranetseiten etc. Also da das nicht nur eben dann an deren Kinder, sondern auch an die Eltern selber, aber eben auch an die Lehrer. Ich glaube, das ist definitiv wichtig und richtig. Ja. Vielleicht noch ein Punkt, der mir auch aufgefallen ist zum Thema Rollenbilder. Schön wäre es, wenn wir da zum Beispiel Influencer finden. Ja. Also wir überlegen uns immer, wie schaffen wir es, Rollenbilder auch breit zu verbreiten, und eine Sabine Herrlitschke bringen wir nicht in jeder einzelne Schule, sage ich jetzt einmal. Ja. Das heißt, wie schaffen wir es einfach, diese Freude an der Technik, diese Lust an der Technik, aber auch diesen Sinn an der Technik, ja, und eben wirklich breit zu treten. Und da sind wir gerade auch irgendwie auf der Suche nach den richtigen Influencerinnen, sind bis jetzt noch nicht ganz fündig geworden, vielleicht ich auch nicht, weil ich noch nicht so sehr in dieser Szene selbst drinnen bin, aber ich glaube, das könnte beispielsweise auch ein Thema sein, das wesentlich ist. Darf ich nur noch einen Punkt sagen zu den Lern- oder Kindergartenpädagogen, weil das war, glaube ich, auch im Chat, warum fangen wir nicht schon im Kindergarten an? Ja? Wir versuchen das, also wie noch in der jungen Industrie war, haben wir ein Programm aufgelegt, das nennt sich Technik Kinderleicht, wo wir den Kindergartenpädagoginnen, und sind ja zu 98%, glaube ich, Pädagoginnen, eben so Workshops zur Verfügung gestellt haben, damit sie eben genau diese Fragen, die Sabine vorher erwähnt hat, also warum ist die Sonne heiß und warum ist das Gras grün etc., darauf auch Antworten geben können, weil das Problem ist, dass die meistens, also wieder mangelndes Selbstbewusstsein, sich gar nicht trauen, diese Fragen zu beantworten und das Thema Technik von den Kindern fernhalten, weil sie Angst haben, irgendetwas gefragt zu werden, was sie nicht beantworten können oder was sie nicht wissen. Also ich glaube, auch da sozusagen auf die Pädagogen zuzugehen, und die waren extrem dankbar. Also wir hatten da ein wahnsinnig positives Feedback, haben sich gleich für die nächsten Workshops angemeldet, und das versuchen wir jetzt auch, oder das wird jetzt auch versucht, flächengreifend auszurollen. Also ich glaube, dieses an die Lehrer und an die Eltern herantreten ist neben dem Spiel, wobei man sagen muss, das Positive an einem Spiel ist, dass es eben direkt an die Mädchen geht. Also wir müssen eigentlich nicht diese Schleife über die Lehrer und über die Eltern fahren. Das ist das wirklich Interessante, weil die Mädchen eben direkt angesprochen werden. Aber ich glaube, es gilt sie definitiv einzubeziehen. Das ist wichtig. Danke, Therese. Ja,
Ich würde noch gern eine letzte Frage, Michelle, wie Sie haben können und dass wir dann in die letzte, in die Schlussrunde gehen. Ich habe danach eine interessante Frage angestoßen von Frau Zumsteg, und zwar eine Frage über die Zukunft. Frau Herrlitschka hat darauf hingewiesen, dass man eben auch Maßnahmen zusätzlich wie zum Beispiel das Science Mini Lab für jüngere Personen, Kinder erstellen kann, damit die Nachhaltigkeit im Interesse an MINT dann gewährleistet ist, um dann auch in den Arbeitsmarkt einzutreten. Was gäbe es das sonstige Maßnahmen, um das Verhalten auch nachhaltig zu verändern? Ich glaube, das ist wieder an den Martin, wenn es um Nachhaltigkeit und Verhalten geht, oder? Würde ich, und vielleicht, Frau Herrlitschka, Sie haben so viele praktische Beispiele, dass Sie das dann noch vielleicht ergänzen können aus Ihrer Sichtweise als Top Executive, und weil Sie sehen da ja auch viel. Ich halt mich sehr kurz. Also letztlich, wenn wir wüssten, was man tun müsste, dann ist es ja einfach. Ich glaube, es ist wichtig, einfach auszuprobieren und alles zuzulassen, was erfolgsversprechend ist. Das war ja auch jetzt ein Test und er hat funktioniert. Er hätte auch nicht funktionieren können und wir hätten auch was gelernt. Ich glaube, das ist immer wichtig. Das Wichtige ist, einfach systematisch zu lernen aus solchen Tests. Und wenn ich wüsste, was alles zu tun ist, dann wäre es einfach. Aber ich gebe gleich weiter an Sabine Herrlitschka, die sicher mehr Erfahrung hat, auch mit konkreten Projekten, weil sie viel näher dran ist in diesem Bereich. Ja, ich möchte auf das vorige Thema noch eingehen. Also ich glaube, das ist extrem wichtig, die Lehrenden und die Eltern einbeziehen. Das machen wir auch in der Kooperation mit den HTLs. Und gleiche Erfahrung, die sind echt sehr dankbar. Und die sind, ich meine, die Kinder sind, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, die Kinder sind das Symptom. Die sind ja nicht die Ursache. Wir schaffen es als Gesellschaft nicht, besser zu vermitteln. Das ist ja eigentlich das Thema. Und deswegen, wenn man faktenbasiert draufschaut, dann glaube ich, muss man da ansetzen. Und eben, ich glaube so sehr an die positive Kraft derer, die etwas wollen, ja, die etwas mit Freude machen, die einen Antrieb haben. So, wie schafft man die Nachhaltigkeit? Also wir haben unsere Science Minis Labs, das haben wir in unserem Kindergarten, den wir mit Partnern betreiben. Wir haben den jetzt ausgeweitet auf rund 200 Plätze. Aber wir machen ja ein, so wie viele andere Unternehmen, ein breites Spektrum an Aktivitäten. Ob das der Kindergarten selber ist, ob das dann die Girls Days sind, ob das die Aktivitäten an Hochschulen sind, berufsbegleitende Aus- und Weiterbildung, in der Lehre zum Beispiel extrem viel, wo wir, da setzen wir auch Ziele. Da haben wir einen hohen Frauenanteil, weil das auch die Erwartung ist, dass wir hier viele Frauen auch mit reinbringen. Und ich möchte mein Statement an der Stelle auch beenden mit einem positiven Aspekt, nämlich ich habe mir ausheben lassen, den Frauenanteil bei unserer Bewerberquote jetzt aktuell in dem Jahr. Wir haben von allen Bewerbungen, wir haben im Moment 200 offene Stellen. Wir haben im Jahr also tausende Bewerbungen und aktuell ist der Frauenanteil bei den Bewerbungen 30%. Ja? Und wenn man denkt, es ist schon angesprochen worden, Elektrotechnik, TU, 12% Absolventinnen mit kleinem I, dann ist das schon ganz ordentlich. Aber natürlich, es gibt noch viel weiter zu tun. Und so wie es auch gesagt worden ist, ich möchte das noch einmal bestärken, es geht hier einfach um hochattraktive Karriereverläufe, Lebensentwürfe, die man hier damit schaffen kann und nutzen kann. Und alles allerletztes, ich würde wirklich wahnsinnig gern eine Diskussion fortsetzen. Was können wir anders machen mit all den Erfahrungen, die wir gemeinsam gemacht haben, auf der Basis der vielen, vielen Initiativen und Projekte? Was können wir anders machen? Weil more of the same ist es nicht. Wenn es das Spiel ist, ist es super. Schauen wir uns an, was wir von internationalen Beispielen übernehmen können. Aber
Vielleicht können wir so diese Art von Ruck initiieren, weil wenn, dann muss sich jetzt was bewegen in der Pandemie. Danke vielmals. Ja, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Wir haben eine Stunde wirklich extrem spannend diskutiert. Ich möchte nochmal wirklich allen und ganz zu Beginn allen Teilnehmern, alle in Anführungszeichen, die hier die Stunde ausgehalten haben mit uns, die uns quasi ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben, wollte ich mich bedanken. Und wir sehen, dass es wirklich spannend war. Es sind alle, ein großer Teil ist dabei geblieben. Natürlich gilt mein großes Dankeschön Ihnen, Frau Dr. Herrlitschke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dir, Therese, dass du dir die letzten 2,5 Jahre Zeit genommen hast, dich für dieses Thema zu engagieren und mit deiner, in Anführungszeichen, wirklich mit deiner Willenskraft hier extrem viel erreicht hat. Und vielleicht nochmal abschließend zu sagen, dass das ein Erfolg wurde, ist auch sehr, sehr viel, hat mit dir zu tun, weil du wolltest, dass es ein Erfolg wird. Das heißt, man kann auch Experimente so lange vorantreiben, dass dann das Treatment ein Erfolg wird. Und das ist war wirklich super. Und sagen wir großes Dankeschön. Und Martin, ohne dich wäre das gar nicht möglich gewesen. Du hast das IAS zur Verfügung gestellt. Du hast auch hier deine Forschungsressourcen zur Verfügung gestellt. Und hier möchte ich noch mein Abschlussplädoyer halten, das auch an alle hier gilt. Oder? Wir haben wahnsinnig viele Initiativen und Sie haben, Frau Herrlitschke, Sie haben gesagt, more of the same geht nicht. Aber was ganz, ganz wichtig ist, und das erkennen wir aus, aus den Experimenten, dass vielen Leuten gar nicht bewusst ist, dass sie permanent more of the same machen. Darum mein Appell, wenn wir diese Diskussion starten, vergessen wir nicht zu messen. Messen ist das Allerwichtigste. Es wird das durchschnittliche Experiment wird nicht gemessen. Und messen heißt quasi Lernen einfangen, Lernen zu institutionalisieren und auch zu entscheiden, dass man es nicht mehr weitermacht. Und zu oft machen Leute die Dinge, die sie gern tun. Das ist wichtig, aber in diesem Bereich müssen wir jetzt wirklich beginnen, Dinge anders zu machen, damit wir vorankommen. Und das ist, glaube ich, komplementär zu dem, was Sie sagen. Anders machen, an der Welt heraus schon, was gemacht werden kann und muss, aber das auch dann zu messen. Und dann schließt sich hier der Kreis. Und dann schließt sich auch der Kreis bei dem Spiel, wieso dieses Spiel so powerful ist, weil wir es gemessen haben, weil wir sagen können, es funktioniert und es auch ein Showcase ist, wie man es quasi angehen muss. Und das gilt für Regierungen, das gilt für Bundesländer, Kantone und das gilt natürlich auch für Unternehmungen. Insofern danke ich Ihnen nochmal, für, dass Sie alle hier waren. Und es freut mich sehr, sehr, dass ich diese Diskussion leiten konnte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auf Wiedersehen.